So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Adventskalender, Türchen, Kacke. Ich muss jetzt leider heute die Tür 3 spielen. Ich habe gestern keine Zeit gehabt, 12-Stunden-Schicht und sowas. Oh, cool. Da hat man wenig Zeit zum Aufnehmen, wenn man erst, wenn man spät aufsteht und dann halt losfährt zur Arbeit direkt. Deswegen muss ich jetzt Türchen 3 eben nachholen und ich bin gerade richtig gut. Ich will mich ja nicht direkt am Anfang schon aufregen darüber, wie schlecht ich gerade bin. Aber im Hintergrund läuft auch noch der Staubsauger, das ist vielleicht auch nicht so optimal. Aber was willst du machen, wenn du keine Zeit hast? Keine Zeit. Einfach keine Zeit. Aber ich wollte trotzdem den Adventskalender durchspielen. Und ich bin gerade richtig gut unterwegs. Komm, Konzentration, damit wir auch wenigstens mal den ersten Part hiervon schaffen. Es fängt schon wieder mit nur Vierersprüngen an. Oder, na, Vierersprünge nicht, aber doch, ja, doch. Nur Ekelsprünge. So, endlich. Meine Güte. Erste Part geschafft, dann ist der Rest ja jetzt easy. So, so, so. Ist auch nicht weihnachtlich, das Ding hier. Verstehe ich nicht. Was das wieder mit Adventskalender zu tun hat. Draußen wird es langsam weihnachtlich. Draußen wird es kalt. Draußen wird es, oh, Minusgrade. Und man wird nicht zurückgesetzt, wenn man runterfällt. Schlecht programmiert. Schlecht programmiert. Jetzt hat man einen Staubsauger aufgehört zu saugen. Das ist nicht so positiv. Weil normalerweise sollte er saugen, bis die Batterie leer ist. Oh oh. Da habe ich gerade eine SMS gekriegt, aber die kommt nicht vom Staubsauger. Ja, jetzt wird man zurückgesetzt. Okay, läuft bei euch. Wahrscheinlich gab es da hinten irgendwo den Buchstaben oder so, aber die Buchstaben sind mir voll egal. Was mir nicht so egal sind, ist, dass es hier schon wieder Zaunsprünge gibt, die eigentlich gar nicht so kompliziert sind. Ich stelle mich nur doof an. So, wir gehen mal ganz flink durch. Ich hoffe, das ist eine kurze Map. Ich habe den Chat immer noch komplett deaktiviert, aufgrund von möglichen Varo-Spoilern. Wer denn heute alles so stirbt, da bin ich doch jemand, der weder sich selbst noch andere spoilern möchte. Ich habe bis jetzt auch immer nur die zweite. Ich habe nur die zweite Folge von jedem, also von nicht von jedem, aber von einigen geguckt. Und ich erwarte auch, dass keine Kommentare mit Spoilern sind, weil. Das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Solche Leute, die Spoiler für Varo in die Kommentare schreiben, kriegen ein Permaban für den Rest ihres permanenten Lebens. Also wenn ich jetzt selber Varo spielen würde und in der Folge sterben würde, dann würde ich es verstehen, wenn Leute, oh, schade, dass du tot bist, und dann in die Kommentare schreiben, aber zum Beispiel in die Kommentare zu schreiben, oh, schade, dass Stegi ein Baum geworden ist, weil ein Bug existiert hat, das wäre dann nicht so gut. Das würde dann auch ein bisschen sehr viel spoilern. Wobei das, glaube ich, jeden zu Stegis Kanal locken würde, wenn er sich durch einen Bug in einen Baum verwandeln würde. Wobei ich nicht sicher bin, warum ich das gerade sage. Warum ich wahnsinnig bin. Hallo Weihnachtsmann. Da kriege ich bei dir Buchstaben. Hallo. Ich habe 7 Zeichen gefunden. Wow. Cool. Oder ich habe die 7 als Zeichen gefunden. Das kann natürlich auch sein. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie da hoch. So. Es spielen Gott sei Dank schön wenig Leute. Also dadurch, dass das die dritte Map gerade erst ist, spielen das wenig Leute. Oh. Aber da diese Map auch nicht wirklich kompliziert ist vom Laufweg her, ist das auch nicht so schlimm. Denn wenn das so eine Map wäre wie die erste, wo ich öfter nicht wusste, wo ich lang musste, oder die zweite, dann wäre es doof, wenn hier keine Leute spielen. Das gerade gefällt mir sehr gut, dieses von Leiter zu Leiter im Kreis gehüpfe. Ich bin sonst nicht so der Leiter-Fan, aber das war gerade cool. So, so, so. Zack, kann man nicht einfach über einen Baum und abkürzen? Vielleicht auch nicht. Komm, wir gehen wieder rauf. Auf den Jump-in-One-Part. Oh. Vielleicht hätte man einfach über den Baum abkürzen können, ich weiß es nicht. Das sah gerade irgendwie so aus. Nein, ich hätte sneaken sollen. Ich habe mir noch so gedacht beim Laufen, vielleicht solltest du langsam mal sneaken.
Aber dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich der YOLO-Meister bin. So. Wo muss ich überhaupt hin? Die Map gefällt mir. Also vom Jump'n'Run her. Also mit Advent hat das wieder gar nichts zu tun in meinen Augen. Aber vielleicht bin ich da auch, keine Ahnung, irgendwie Advents geschädigt oder so. Aber vom Jump'n'Run her gefällt die mir echt gut. Wahrscheinlich kommt gleich wieder so ein Ekelpart, wo man tausendmal runterfällt. Und die Checkpoints sind auch richtig, richtig nice gesetzt. Also die lernen echt dazu. Zack und zack. Und wäre auch traurig, wenn die immer nur so Maps bauen würden wie die zweite. Die zweite war ja wirklich absolute Grotzkacke. Da oben ist das Ziel. Okay. Dann bin ich ja gleich schon am Ziel. Das ist cool, weil dann kann ich die vierte Folge einfach, also die vierte Map einfach im Anschluss aufnehmen. Wenn hier kein schwerer Part jetzt gleich noch kommt, der mich 20 Minuten aufhält. Auf dem höchsten Punkt der Insel wird eine... Boah, das ist wirklich eine richtig gut schöne, kurze Map. Das gefällt mir. 5 Minuten. Die Speedrunner würden es wahrscheinlich noch schneller schaffen. Ich werde mal eben... warte. Bevor ich da reingehe, ich weiß, dass es ein paar Sekunden dauert. Ach Quatsch, Collars doch nicht. Schauen. Weil dann sehe ich... Eine Bronzemedaille habe ich. Okay, cool. Dann kann ich ja jetzt wieder den Chat ausmachen, weil... Ich, wie gesagt, keine... Spoiler möchte. So. Mit bewerten. Die fand ich sehr gut. Muss ich echt sagen. Die fand ich wirklich sehr gut. Auch wenn der Anfang... am Anfang habe ich ein bisschen gezweifelt. Aber die fand ich wirklich sehr gut. So. Dann gehen wir mal in Map 5. Denn es ist heute der 5. Tag und nicht der 4. Oh. 3, 2, 1. Ach, nice. Kann es sein, dass man verfolgt wird von einem Hund? Oder man muss... Ach nee, es ist ein Hundeschlitten. Ah, okay, ich hab's verstanden. Und mein Ziel ist jetzt einfach durchzurasen? Das ist richtig gut. Ist kein Jump'n'Run, aber das ist richtig gut. Hallo Lord Zeitz mit dem Lord Zombie Skin. Ich hab dich überholt, Bitch. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn mein Akku leer ist. Scheiße. Ach da, da geht's weiter. Oh, gut, dass hier Leute sind. Aber ich denke mal, wenn der Akku leer ist, dann muss man, ausgeglichen Energie sparen. Okay. Ich denke mal, das Schnelle, was ich gerade gemacht habe, war sehr verkehrt, weil ich halt durchgehend Akku verbraucht habe. Ich hätte mir vielleicht vorher angucken sollen, was das hier alles ist. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir uns beeilen. Ich werde einfach mal ausgeglichen fahren. Denn das gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Akku leer ist. Scheiße. Irgendwie habe ich keinen Vorschub mehr. Hallo? Mist? Nein! Hallo! Ah, okay. Oh, okay. Verliert man den Akku auch, wenn man... Ne, der resettet sich. Das ist gut. Da ist mein Hund. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich bin runtergefallen. Hier ist auf jeden Fall verkehrt. Wo muss ich denn hin? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier überall falsch bin. Ach hier! Ah, danke Spieler. Ich habe gleich keinen Akku mehr. Ich weiß nicht, was dann passiert. Werde ich dann zurückgesetzt? Dein Husky ist jetzt im Vollgas, ja. Leider nicht so. Ich hab verkackt, ne? Achso, dein Hund ist die Puste ausgegangen, du bist beim letzten Checkpoint. Ja, geil. Wow.
Wow, cool. Also. Das ist ja jetzt eher weniger gut, ne? Ich weiß auch nicht, was passiert, was man jetzt machen soll. Soll ich die Map neu starten? Das ist ja richtig behindert. Ich mache jetzt. Ach, bei Energiesparen lädt es sich wieder auf. Alles klar. Das hätte man vielleicht auch mal sagen können irgendwann im Verlauf des Tutorials, dass es nicht gab. Ich mache immer bei 20% mache ich jetzt Energiesparen, dann sind wir halt langsamer unterwegs. So, dann machen wir halt mal gemütlich. Warum auch nicht? Das hätte man vielleicht auch mal irgendwie anzeigen können. Ups, das war gerade ein Schlag gegen die Maus. Ich lasse mich hier nicht überholen. Niemals. Ja, so langsam reicht's aber auch. Also, ich meine, war eine gute Idee. Dieser Spielmodus. Aber so langsam reicht's aber auch. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, dass es so langsam mal reicht. Weil irgendwie hat man das Gefühl, dass man einfach nur einen Kreis fährt die ganze Zeit. Und das muss ja nicht sein, ne? Aber lustig, dass sie hier sowas eingebaut haben. Oh, hä? Ich komme hier nicht hoch. Hallo? Hallo? Okay, was auch immer das jetzt wieder war. Das war komisch. Da habe ich mich festgebackt. Vielleicht muss man da mit mehr Speed hoch oder so. Ich mach mal erstmal langsam, Energie sparen. Soll er mich langsam durch die Gegend ziehen? So, Vollgas. Siehste. Oh, da müssen wir lang, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Die Map ist zu lang. Schade. So ein kurzes Schlittenrennen. Das wäre cool gewesen. Aber nicht so ein 3 Stunden ich fahre im Kreis Schlittenrennen. Ah, hier ist das Ziel. Vollgas. Yay, wir haben gewonnen. Nice. Ich hätte vielleicht vorher umstellen sollen. Ach, da kann man das Spiel auch neu starten. Ach, und hier fängt man auch an. Oh, okay. Ich habe gewonnen. Nice. Nice. Ich denke, das wird nur die Bronzemedaille wieder gewesen sein. Aber das ist sehr, sehr gut, weil ich jetzt eine angenehm kurze Folge habe. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.